Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich. Und heute ist mal wieder klassische Gameboy-Action dran. Und zwar Waterworld für den Gameboy. Das Spiel hat einen sehr schlechten Ruf und ich kann mich daran erinnern, dass dieser Film, auf dem das basiert, damals eine ganz, ganz riesen Geschichte war. Ich glaube, das war sogar bis dahin der teuerste Film, der jemals produziert wurde, mit Kevin Costner und so weiter. Von der Story her an sich fand ich den auch gar nicht so schlecht, mit im Prinzip die Erde ist überflutet und der normales Land ist natürlich sehr, sehr wertvoll, bla 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 bla. Ihr kennt den Film wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich eh, wenn ich hab den nicht so viel verpasst. Nämlich die Story ist nämlich, dass der Film hart gefloppt ist und sehr, sehr hohe Verluste gemacht hat. Aber es gab trotzdem sehr, 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 sehr viele Umsetzungen, Videospielumsetzungen natürlich, gerade weil der so vorher gehypt war. Ich schätze mal, da wird die Entwicklung vorher angefangen haben und man hat erst später gemerkt, hey, es hätte sich vielleicht nicht so ganz gelohnt, aber wir schauen jetzt mal in die Gameboy-Version rein. Es gibt sogar unter anderem eine Virtual Boy-Version. Schauen wir mal. Ja, Level 1, genau, sind ja diese versunkenen Städte, alles ist ja überflutet, klar. So. Oh, okay. Die Grafik ist schon mal sehr simpel. Also wir schwimmen wahrscheinlich gerade unter Wasser. Ich weiche den Fischen jetzt mal einfach aus. Okay. Ah. Gucken, was ich machen kann. Also B macht nichts. Ah. Da schießt man. Ganz schön große Kugeln, oder? Vielleicht damit die Fische? Ja. Die blinken einfach und verschwinden. Schön. Die sterben nicht wirklich. Gucken wir einfach mal. Okay, da raff ich jetzt den Hintergrund nicht, warum da jetzt Fässer so in der Wand sind. Komische Perspektive auf jeden Fall. Die Musik, die geht eigentlich. Und vom Gameplay her würde ich sagen, ich habe schon Schlechteres gespielt. Also ist zumindest nicht irgendwie komplett kaputt. Die Grafik ist natürlich so etwas krümelig. Das haben irgendwie viele, viele Gameboy-Titel den Fehler gemacht. Ich mag ja Unterwasser-Level ja eigentlich gar nicht, aber die Steuerung, die geht eigentlich einigermaßen in Ordnung. Und es ist mal nicht so frustrierend schwer, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Obwohl, ja, ich wollte gerade sagen, ihr kennt es ja immer, wenn ich sowas sage, baue ich gerade irgendwie Mist. Boah. Okay, ich schätze mal, den kann man nicht töten. Sterne zum Einsammeln, sowas geht immer. Ich weiß nur nicht halt, wo ich hin muss. Ist jetzt so momentan eher so wie Echo the Dolphin. Da schwimmt man ja auch unter Wasser rum, nur halt in nicht spannend. Ich meine, so die ganzen Hindernisse und sowas, das sind alles so normale Videogame-Tropes, nennt man das ja gerne. Ja, gucken, ne, hier so. Wieso haben die Aale, dass die, was haben die in der DNA, dass die immer so in bestimmten Zeitabständen hoch und runter gehen? Müssen irgendwie Hindernisaale sein oder irgendwie sowas. Oder Seeschlangen, was das sein soll. Keine Ahnung. Zack. Ja, 27 Kugeln. Also ich habe schon mal ordentlich was gebunkert. Hier scheint so eine Art Spezialding zu sein. Okay. Was bringen mir die Sterne? Ich dachte vielleicht, wenn ich jetzt auf B drücke, dass da was passiert. Aber nein. Schauen wir einfach mal. Ja, bisher ist es eher halt langweilig statt scheiße. Also, wenn sogar ich Unterwasser-Level hinkriege, ich bin da normalerweise echt beschissen drin. Okay, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, ey, das ist, oh, okay, da komme ich gar nicht. Hallo? Ach so, das war jetzt der Jingle zum Levelende. Boah, es geht so weiter. Na bloß, ich schwimme jetzt immer nur hier rum und das ist das Waterworld. Wenn das ganze Spiel natürlich ist, ich dachte, dann kommen irgendwie so Plattformer-Elemente, die am Land spielen oder irgendwie sowas. Aber wenn das jetzt das ganze Spiel sein soll. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn ich sogar einigermaßen mit so Unterwasserspielen klarkomme, kann ich jetzt abschießen? Nee, natürlich nicht. Dann will das was heißen. Weil ich bin echt schlecht.
Unterwasserlevel habe ich bisher in jedem Spiel immer gehasst. Außer natürlich da, wo es drauf ausgelegt ist, wie zum Beispiel bei Echo. Echo, das geht denn halt, aber ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, zu traumatisiert davon, von dem ersten Turtles-Spiel auf dem NES. Wenn ihr das gespielt habt, werdet ihr die Szene kennen, die Bomben am Damm entschärfen. Schrecklich. Schrecklich, sage ich euch. Die Musik, die ist irgendwie so überdramatisch, aber die passt irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich habe ja mal wieder bei Game FAQ gesehen nach Spielebewertung und da war das, glaube ich, auf Platz 10 oder irgendwie sowas in der Art. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt größeren Mist als das hier erwartet. Und dachte mir, hey cool, so ein 90er-Jahre-Film, ne? Den kennen ja viele. Mal gucken, was die Idee daraus gemacht haben. Aber hätte man auf jeden Fall mehr draus machen können als den Scheiß hier. Also das auf jeden Fall. Na komm. Ja, komm. Ist wieder zurück. Langweilig. Zack. Ich weiß nicht. Ha! Ich weiß nicht, was ich mit dem Spiel anfangen soll, ehrlich gesagt. Die Steuerung passt, es ist nicht scheiße. Spielen wir mal jetzt auf jeden Fall das Level hier weiter. Mal gucken, ob es so weitergeht, weil wenn das jetzt alles diese Tauchlevel sind, dann wird es schon sehr langweilig, sage ich mal. Voll schwer. Normalerweise heule ich ja in diesem Format rum, dass die Spiele viel zu schwer sind oder ähnliches. Und hier... Ja, aber das ist es ja. Zu leicht darf es ja auch nicht sein. Es geht so weiter. Uff. Und es ist immer dasselbe und dasselbe und dasselbe. Ich verstehe es nicht. Was hat das mit Waterworld zu tun? Das könnte irgendwie... Keine Ahnung. Schatztaucher, wo... Mir fällt jetzt kein Thema ein, wo das Spielprinzip jetzt voll fresh wäre und angesagt. Ich frage mich, wozu diese blöden Sterne gut sind. Nee. Huch, mehr Zeit? Hier läuft Zeit ab? Ja, weil es ja so schwer ist, alles zu finden, ne? Klar. Ich vergaß. Wobei so eine kleine Minimap oder sowas wäre hier durchaus gar nicht verkehrt. Aber das habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Ja, hier geht es nicht weiter offensichtlich. Dann gucken wir mal. Naja, die Versperrale. Brauchen wir halt hier unten weiter. Ja, Mist. Jetzt langsam werde ich unvorsichtig. Aber ganz einfach, weil ich etwas gelangweilt bin. Also immerhin ist das Spiel jetzt nicht irgendwie komplett kaputt oder irgendwie sowas. Ne? Das ist... Ah! Das habe ich so gemeckert. Das haben wir doch normale Plattformer. Ah, guck mal hier sogar mit hochziehen und so. Also ganz verstehe ich jetzt diese ganz schlechte Bewertung nicht. Ich meine, es ist langweilig. Es ist nicht gut, aber da gibt es doch bestimmt schlechtere Kandidaten, oder? Toll, hier sind jetzt überhaupt gar keine Gegner. Dachte ich, hier würde man so mit diesem Katamaran irgendwie rumfahren oder irgendwie sowas. Ganz ehrlich, ich lasse es, glaube ich. Also, zusammengefasst, ich hatte schon wesentlich schlimmere Spiele hier, aber es ist so... Ja, langweilig. Nichts sagen. Es spielt sich irgendwie... Man regt sich nicht so unbedingt auf beim Spielen, man schläft eher ein auf jeden Fall. Also es lohnt sich wirklich nicht, das Spiel euch in die Sammlung zu holen, wenn ihr nicht unbedingt auf ein Fullset geht oder irgendwie sowas. Da gibt es wesentlich bessere Spiele, wo ihr Geld ausgeben könntet. Aber
Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr fantastischen Leute. Tschüss.